Willkommen bei der Businesswert-Strategie. Heute erfahren Sie, wie Sie ganz einfach online Kunden anziehen und zu Käufern machen können. Ein sehr spannendes Thema. Online wird ja immer wichtiger. Im Übrigen wussten Sie, dass Sie bis zu 3.200 Euro vom Staat geschenkt bekommen für Unternehmensberatung. Wenn Sie das interessiert, hier unten unter dem Video finden Sie einen Link. Dort können Sie einen Termin mit mir vereinbaren und wir sprechen dann 20 bis 30 Minuten über Ihre Möglichkeiten. Auch das eine Thematik, die Sie weiterbringt. Businesswert eben. Das ist das, was uns interessiert. Businesswert-Strategie ist eine Geschichte, die dafür sorgen soll, dass Ihr Geschäft weiter nach vorne kommt. Und zwar mit cleveren Methoden und Konzepten. Die stellen wir Ihnen immer wieder in diesen Videoserien vor. Das erste, um was es heute gehen soll, ist: Online-Marketing bedeutet erstmal, eine Webseite, man könnte sagen, alleine verkauft nicht. Unsere Erfahrung ist, eine Webseite verkauft eigentlich nie. Da muss man sich ein paar andere Dinge einfallen lassen, damit solche Dinge auch dann funktionieren. 5 Irrtümer Selbstständiger zu Online-Marketing und Online-Vertrieb. Wollen wir uns die mal etwas genauer anschauen. Erster Irrtum hat mit unserem großen roten Punkt, hätte ich fast gesagt, war ein grauer Punkt, ne, zu tun. Da steht eben, eine Website verkauft nicht. Und dieser erste Irrtum ist, ich brauche eine super-duper-klasse, aufwendige Wahnsinns-Website. Am besten mit 2000 Seiten. Und dann geht's aber ab. Nein, tut es nicht. Eine Website ist eine Broschüre im Internet und sie verkauft so gut wie nie. Insofern lassen Sie das entspannt angehen, was Ihre Website betrifft. Fokussieren Sie sich lieber auf andere Themen online, die dann wirklich zu Kunden führen. Zweiter Irrtum. Mein Auftritt muss perfekt sein. Ich kenne Kollegen aus dem Umfeld KMU oder auch als Selbstständige, als Solo-Selbstständige, die arbeiten ein halbes Jahr, ein Jahr an ihrem Auftritt im Netz, machen aber nichts, weil sie sagen, wir müssen das noch erledigen und jetzt brauche ich noch super Videos und dann brauche ich noch tolle Fotos dafür und das dauert alles. Nein, bitte nicht Perfektion. Perfektionismus ist der Tod von Erfolg und das trifft insbesondere hierzu. Drittens, Kunden kaufen über meine Website nur dann, wenn sie perfekt ist. Nein, sie kaufen dann, wenn sie kundenorientiert ist und wenn sie nach dem Prinzip des Storytelling aufgebaut ist. Sonst tun sie es einfach nicht. Viertens, Online-Marketing und Online-Vertrieb sind hochkompliziert. Nein, sind sie nicht. Sie können komplett einfach beginnen, natürlich sich dann auch in komplexere Themen hineinbegeben, Stichwort Online-Werbung und Ähnliches. Aber dafür kann man natürlich auch Dienstleister nutzen. Nicht vergessen, man muss nicht alles selbst machen. Und der fünfte Irrtum, der größte von allen, ich brauche kein Online-Marketing. Ja gut, sagen wir mal so. Wenn Ihr Geschäft genau so läuft, wie Sie sich das wünschen, umsatztechnisch nach dem, was Sie tun, was Ihnen Spaß macht und so weiter, dann brauchen Sie es nicht, wenn es jetzt auch ohne funktioniert. Aber bei 99% der Selbstständigen und KMUs ist das eben nicht der Fall. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt die 3 einfachen Schritte zum profitablen Online-Verkauf. Erstens, positionieren Sie sich klar und unterscheidbar. Positionieren bedeutet, ja, eine Position einnehmen, die im Markt auch wahrnehmbar ist, die spürbar ist im Markt. Wenn Sie denn so sind wie alle anderen, dann werden Sie im Web nicht wahrgenommen, sonst aber auch nicht. Wenn Sie nicht klar sagen, für wen Sie welche Lösungen anzubieten haben, dann interessiert es Ihre Zielgruppe, Ihre potenzielle Kundengruppe eben einfach nicht. Da müssen Sie schon Butter bei die Fische geben. Und wenn Sie klar positioniert sind, dann ziehen Sie eben auch Online-Kunden an. Und das ist deswegen so spannend, weil es hocheffizient geschehen kann. Also viel mit Automatisation, mit kleinen Budgets, mit entsprechendem zeitlichen Einsatz, der sehr überschaubar ist im Vergleich zu anderen Vertriebs- und Marketingformen. Zweitens, Storytelling. Nutzen Sie eine andere Art des Sprechens mit Ihren Kunden, also der Unternehmenskommunikation. Erzählen Sie spannende Geschichten, die auch jeder versteht. Einfachheit ist eine wichtige Prinzipfolge von Storytelling. Wenn das übliche Marketinggeblubber bei Ihnen läuft, auf der Website und in anderen Dingen auch, interessiert das niemand. Wenn Sie glasklar
nach dem Storytelling-Prinzip kommunizieren, ziehen sie automatisch Menschen aus ihrer Zielgruppe an, weil sie für diese Personen spannende Geschichten aus ihrem Angebotsbereich erzählen, mit denen die Menschen etwas anfangen können und die ihnen ganz klar zeigen, welchen Nutzen sie auch davon haben. Sowas kann man im Übrigen lernen. Natürlich entsteht sowas nicht 0815 sofort. Übrigens, bei Storytelling, Sie und Ihre Firma, genauso wie meine Firma und ich, sind nicht der Held im Storytelling, in der Unternehmenskommunikation nach dem Prinzip Storytelling. Der Held, das sind Ihre Kunden. Deswegen funktioniert dieses Prinzip so ausgezeichnet. Drittens, ohne Konzept und Plan kein Erfolg. Einfach mal so ein kleiner Überblick, was gehört dazu. Nutzen Sie Online-Marketing und ein Vertriebskonzept. Machen Sie erst einen Plan, fangen Sie dann an. Nutzen Sie klare Maßnahmen mit einem Zeitplan und mit Automatisation. Wir reden von Online, da geht ganz viel automatisch. Nutzen Sie einen Inhaltsmix. Website, Landingpage, Blog, Social Media, Video, Podcast. Sie müssen nicht alles auf einmal machen, ne? Picken Sie drei Dinge heraus, die Sie miteinander verknüpfen. Auch das kann man automatisieren. Dann wird das Ganze nochmal ganz anders wahrgenommen und Sie können es mehrfach verwenden. Nächster Punkt, Kundenbewertungen und Kommentare von Kunden einbeziehen. Ich zeige Ihnen gleich einen solchen Kommentar. Sie werden selbst merken, was das dann mit Ihnen macht. Chefsache Marketing, klar, reservieren Sie Zeit dafür. Nutzen Sie Dienstleister, wo Sie an Grenzen stoßen. Planen Sie also bitte ein Budget für diesen Ansatz ein. Jede Form von Vertrieb, jede Form von Marketing kostet. Das sind Investitionen, die sich lohnen. Kontrolle, machen Sie nur das, was funktioniert. Und das ist das Tolle am Online-Bereich. Sie können das sehr gut mit Tools, mit Werkzeugen, die es dort kostenlos gibt im Übrigen, überprüfen, ob Ihre Maßnahmen funktionieren und dann entsprechend kontrollieren und das Ganze anders ausrichten. Fünf Gründe, warum Wettbewerber das meistens nicht hinbekommen. Das ist die gute Botschaft, wenn Sie jetzt aktiv werden. 95% der Selbstständigen sind nicht klar positioniert. Großer Vorteil. Viele wollen was ändern, haben aber keinen Plan. Drittens, 90% der Selbstständigen haben keine Ahnung von Marketing. Sie sind Experten, Expertin in ihrem Bereich, aber nicht im Marketing. 80% ihrer Wettbewerber haben keine Kompetenz im Bereich Online-Marketing. Sie sind allein deswegen dann schon eine Nase voraus. Fünftens, das Menschliche. Ganz viele bekommen einfach ihren Hintern nicht hoch. Der Grund, warum Sie jetzt loslegen müssen. Jetzt ist es einfach, später ist es schwierig. Dazu der Kundenkommentar, von dem ich vorhin gesprochen habe. Jogi Weber, ein Unternehmer aus Freiburg. Er war in unserer Unternehmensberatung, hat das alles für sich entwickelt. Ich habe das Coaching absolviert, sagt er. Was soll ich sagen? Es war der Hammer. Jeder vierte Euro kommt einfach zurück und zwar mehrfach. Aber ich freue mich über die bekannte Lethargie und Sparsamkeit vieler meiner KollegInnen. Was Geld, Zeit und Mühe kostet, wird als unnötig empfunden und nicht gemacht. Perfekt. Dann bleiben mir noch mehr Kunden übrig. Recht hat er. Business-Led-Strategie sind also wirklich Konzepte, die Sie weiterbringen und die mehr Wert in Ihr Unternehmen, Ihre Firma und Ihre Selbstständigkeit bringen. Das ist uns an der Stelle einfach sehr wichtig. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne den Kanal. Jede Woche kommt ein neues rund um das Thema Business-Wert, mehr aus Ihrem Geschäft zu machen mit cleveren Lösungen und Konzepten. Und wenn Sie wollen, dann klicken Sie unten auf den Link, machen Sie einen Termin mit mir über meinen Kalender und wir sprechen über die Möglichkeit, vom Staat Geld geschenkt zu bekommen. Förderung als Stichwort bis zu 3.200 Euro. Starten Sie durch, geben Sie Gas.